Wir haben eines festgestellt. Wir haben eine sehr, sehr starke Produktion, eine sehr starke Industrie in Deutschland. Und wir wissen, sie wird sich verändern müssen. Sie wird sich verändern, nicht nur in Deutschland, sondern auf der gesamten Welt. Und wir sagen, wenn wir nicht heute anfangen zu verändern, dann werden wir morgen in der Produktion nicht mehr die Rolle spielen, die wir spielen. Also Industrie 4.0 ist für Deutschland von ganz entscheidender Bedeutung. Auf der einen Seite die traditionellen Stärken im Maschinenbau. Das haben Sie wahrscheinlich auch auf der Messe gesehen, die ganzen Maschinenbauunternehmen, viele kleine, mittlere Betriebe, auch sehr viele Hidden Champions in Deutschland, die im Maschinenbau führend sind. Und für diese Unternehmen ist es jetzt wichtig, dass sie den Sprung schaffen zur Industrie 4.0. Industrie 4.0 ist für Bitkom das Internet in der Produktion und das Internet im Produkt. Also es geht darum, dass es eine Konvergenz gibt zwischen der Produktion und der IT-Industrie. Also dem Internet mit zum Beispiel Themen wie Cloud Computing, Themen wie Big Data oder Deep Learning oder Machine Learning. Also Industrie 4.0 heißt bei uns zunächst mal die digitale Vernetzung von allen Produkten und Maschinen, heißt aber auch neben diesen technischen Produkten auch Aus- und Weiterbildungskonzepte anzubieten, dass man die Mitarbeiter trainieren kann. Ich glaube, der Regierung, der deutschen Regierung ist klar, dass wenn wir Industrie 4.0 nicht weiter vorantreiben, eben genau die Jobs nicht schaffen, kreieren oder auch andere Jobs retten können. Industrie 4.0 ist für die Welt, ist auch nicht nur für Deutschland. Industrie 4.0 ist global. Wenn wir Industrie 4.0 richtig machen, dann geht es über Industriegrenzen hinweg. Die Industriegrenzen werden verschwinden, über Ländergrenzen hinweg.